ich denke mir, der Sport hat mir sehr viel dabei geholfen, dass ich da eigentlich komplett ohne Probleme rausgekommen bin. Also vielleicht zum Kontext, also das war eine Krebsdiagnose gewesen mit 3,5 Jahren. Und wenn man so früh vom Körper quasi gezeigt bekommt, dass man Schwächen hat, beziehungsweise dass man nicht unverletzlich ist, das nagt natürlich erstmal am Selbstbewusstsein. Und von daher hat mir der Sport da halt einfach geholfen, wieder zu sehen, okay, du kannst eigentlich was und du kannst auch besser sein als andere und du kannst dir ein Ziel setzen und das auch erreichen. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass die Krankheit mir beim Sport geholfen hat. Ich würde es eigentlich eher andersrum sagen, dass der Sport so ein bisschen mein Weg war, da wieder einigermaßen ins Normal zu kommen, sage ich mal. Und wenn das dann so ausgeht, dass es sogar übers Normal drüber rausgeht, umso besser. Ich denke, da gibt es gar nicht so einen Punkt, wo ich jetzt sage, das habe ich, was andere nicht haben. Das Wichtige ist, dass, glaube ich, jeder seinen individuellen Weg findet. Meiner ist halt dahingehend speziell, dass der Sport, wie gesagt, nie ab 1 war und ich immer, wie gesagt, die Schule komplett nebendurch gezogen habe, das duale Studium und jetzt auch den Beruf quasi an erster Stelle stehen habe und den Sport halt da reinbaue, wo es reinpasst. Gerade die Leichtathletik ist ja eine Sportart, bei der man vergleichsweise relativ früh eigentlich schon seinen Zenit überschritten hat. Und wenn man bis dahin dann halt nicht das entsprechende Geld auf der Seite hat, dann wird es halt schwierig. Man gibt einige Nationalmannschafts- und zum Teil sogar auch mit internationale Medaillengewinner, die nach der Karriere nochmal ein Studium anfangen müssen, weil sie halt einfach nichts bekommen. Und da wollte ich halt nie reingeraten in diese Situation. Momentan trainiere ich so, was sind jetzt momentan, ich glaube, so 6-mal grob, kommt auf an, was man dazu zählt. Also so regenerative Einheiten wie jetzt Stretching oder Black Roll zähle ich da jetzt nicht als Einzelnes. Wenn man das jetzt alles zählen würde, komme ich wahrscheinlich so auf knapp 8 oder so. Aber ja, so 6 bis 8. Ich denke mal, was ich halt vom Prinzip her schon mitgebracht habe, war ein relativ gutes koordinatives Talent beziehungsweise auch eine gewisse Neigung zur Rhythmik. Also ich habe immer sehr viel übers Gefühl gearbeitet. Wenn mich jetzt, keine Ahnung, 10-mal 100 Meter sprinten lässt, dann sagt mir das nichts. Dann laufe ich die 10-mal 100 Meter, aber danach bin ich genauso weit wie vorher. Ich brauche immer so ein paar Aufgaben in der ganzen Geschichte, irgendwie andere Rhythmen, andere Fokuspunkte, dass ich da einen neuen Reiz bekomme, rein mental. Also wir haben da, mein Vater und ich haben da eine ganze Bibel, in Anführungszeichen, entwickelt von Übungen, die eigentlich so nur wir machen. Und habe ich hier den Jungs aus Herzog auch schon ein bisschen was gezeigt, wo man allen möglichen Kram mit Hürden und Rhythmen anstellt, einfach nur, um das Gehirn ein bisschen zu fordern. Und ich denke mal, das war halt so eine Sache, die hat mich zumindest mal von der breiten Masse ein bisschen abgehoben, dass ich da eine gewisse Neigung habe. Es ist immer ganz interessant, weil ich trainiere ja auch selbst Athleten, Jüngere. Ich komme ja dann quasi so vom Sport. Mein Vater hat selbst den Sport also nie gemacht gehabt. Also der hat, wie gesagt, quasi mit mir zusammen gelernt. Und dadurch, dass er das halt quasi so von der Pike auf hat lernen müssen, hat man halt nicht so dieses eingeschränkte Bild. Man denkt da eigentlich viel mehr out of the box. Und das war auch was uns viel geholfen hat. Ich erinnere mich, das ist jetzt schon wieder eine ganze Weile her, es war noch, als ich noch mehr Kämpfer war, für den Wurf, durfte ich tatsächlich mal 2 Monate lang in einen Stepdance-Kurs gehen, einfach um die Beinarbeit und die Beinkoordination zu verbessern. Und das ist so ein bisschen das, was sich jetzt so ein bisschen geswitcht hat, sage ich mal, seit ich jetzt hier in Herzogenaurach mit den 10 Kämpfern trainiere, dass man einfach sagt, das ist mein Team. Wenn du auf einem Wettkampf bist, du hast deine Freunde dabei, du hast Leute dabei, die mal bei dir drauf gucken, die dir vielleicht auch mal noch so ein bisschen den letzten Kick geben, wenn es mal hart wird. Und das wird es beim 10-Kampf auf jeden Fall. Deswegen, es war schon immer irgendwo so ein bisschen der Fokus auf dem Team, obwohl es eine Individualsportart ist. Aber es hat sich so ein bisschen geswitcht vom familiären zum Trainingsteam, sage ich mal. Das ist halt das Schöne, weil uns halt nicht nur der Sport in dem Sinne verbindet, sondern weil wir halt auch persönlich miteinander super klarkommen. Das gibt dem Ganzen dann eigentlich eine ganz gute Atmosphäre. Weil wenn man die ganze Zeit sich nur, also wenn man sich die ganze Zeit nur enthält, hätte ich fast gesagt, dann hat man ja auch irgendwo keinen Spaß an der ganzen Geschichte. Meine, natürlich gibt es Phasen, in denen muss man clean essen, muss schauen, dass man halt so Sachen wie Alkohol und so weiter weglässt, klar. Aber für mich ist es halt auch ganz wichtig, dass ich vor lauter Sport nicht vergesse zu leben. Ja, das zwischen Flo und ich, das ist so eine Freundschaft, ja, das ist echt, das kann man eigentlich gar keine Freundschaft nennen, das ist so halbe Familie. Also, ich bin froh, dass du nicht F-Plus gesagt hast. Ja, nee, das ist einfach so, weißt du, der Flo, der sitzt so fast so jeden zweiten Sonntag bei uns zu Hause und trinkt dann mit uns Kaffee. Und meine Mama macht dann auch noch Kuchen für den Flo. Ja, ich habe mir neulich ein neues Bett gekauft und anstatt, dass ich mein altes Bett abbaue, steht dieses Bett in meinem Zimmer und da schläft halt immer nur der Flo drin. Ja. Moment, immer ist er da auch. Also so kann man ungefähr das so bezeichnen.
Ja, wenn die Logistik nicht ausreicht. Ja. Aber es ist schon ein Stück Wahrheit dran, glaube ich. Ja, schon wieder also, Teil Familie mittlerweile. Ja, ich fange mal an. Ich soll anfangen? Ich fange an. Okay, gut. 100 Meter, Usain Bolt. Ja, welche Zeit? 9,5. 2. Was? 3. Nein! Nein! Doch! Nein, 5,8. 5,8. Das muss eigentlich schon disqualifiziert werden. 9,58. 100 Meter hat er nicht dort. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt mal noch zählen, oder? Ja, das sind wir mal nicht so. Okay, also. Ich kann die ganzen einzelnen Zahlen sehen. Ja. Okay, ich bin gespannt. 400 Meter, Wade van Niekerk, 43,0. Ah, 3, glaube ich. Ja. Next. Den hätte ich jetzt auch genommen. Guck mal, der 200er ist auch noch einfach. 200, wollte ich gerade sagen, 1919 von ja. Usain Bolt. Ja. Kommt hin, kann ich jetzt nicht sagen, dass das anders besser wäre. Nein, schon. Gut, jetzt muss ich gucken, was nehmen wir dann als nächstes? Der Diskus liegt da irgendwo bei. Boah, das lass mich lügen. Ich glaube, 71 Meter, 71,50, sowas in die Ecke. Genaue Komma kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber sowas. Okay, okay. Das ist schon schwer, ne? Weitsprung. Mhm. Der ist relativ weit gefahren, ne? Waren wir dann bei 9? Ne, die 9 ist noch nicht gefahren. Aber knapp dran. Unter, ne? Ja. 98? Ja, ich würde sagen, das kann ich jetzt nicht mehr durchgehen lassen. Ah, was? 1-0-5 los. Oh, yeah. Die nächste Frage lautet: Austragungsorte und Jahre olympischer Sommerspiele. Ach du Scheiße. Du darfst beginnen. Ich darf beginnen, okay. Dann machen wir doch hier 2016 Rio. Ja. Komm, mindestens einen kriegst du ja noch hin. Ja. Nein, warte kurz, das waren die letzten. Immer alle 4 Jahre, ne? Ja, yeah, ich weiß schon, aber wo waren die davor? In Europa. Ja. Weißt du nicht? London? Das war Winter. Ja. Da wurde ganze Parkflug gebaut. London 2012 und die Runde geht wieder an, würde ich sagen, oder? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Von unseren Teamkollegen auch so, oder? An sich einfach die Bestleistungen von eurem Teamkollegen, okay, vom Flo, von dir. Ja. Du darfst anfangen. Also 400 Meter hat er keine. Wow, sauber! Stark! Zählt das? Nein, er hat keine 400 Meter Leistung stehen. Warte mal, deine 400 Meter Bestleistung ist 53. Das ist schon mal richtig, ne? Ich sag jetzt nichts, weil sonst verliere ich. Arsch. Du hast doch eh schon verloren. 53. 18? Nein. Fuck! Was war falsch? Ja. Welcher Teil? 53,13. Okay, gut. Der Punkt geht an Sebastian. Damn it, okay. Ja, jetzt bist du dran. Ja. Nee, nächste Frage würde ich sagen. Ach so. Ja. Dinge, Tätigkeiten, wofür man alternativ Leichtathletikgeräte nutzen kann. Ich weiß schon, woher die Frage kommt. Dinge, Tätigkeiten. Okay. Wer soll da anfangen? Jetzt darfst du wieder anfangen. Okay. Ja. Den Speer zum Jagen. Wann hast du das letzte Mal gejagt? Ich habe noch nie gejagt. Ja. Aber das ist prinzipiell auch Alltag. Also. Ich habe mir tatsächlich schon mal ein Brot mit Ei auf einem Diskus warm gemacht, der in der Sonne lag, wie so eine Herdplatte. Da lag den ganzen Tag, dann habe ich das drauflegen, da hast du es so ein bisschen angewärmt. Das geht schon, also kannst du als Kochplatte benutzen. Ja. Vielleicht hat nichts Ei. Doch, ich hatte noch den Diskus als Teller benutzt. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Noch nie, aber es ist ja nicht so, dass wir das schon mal machen müssen, oder? Ja. Ich habe noch nie irgendwas mit einer Kugel gemördert. Also, du. Was kann man denn noch machen? Ich habe allerdings beim Jedermann-Zehnkampf war das, glaube ich, da hat doch irgendwer. Sich eine Bierbank gebaut aus 2 Hürden und ein Brett drüber und stimmt. Alles voll mit Bier gestellt. Darf man jetzt noch nicht sagen. Und kam man auf die glorreiche Idee, Bierpong mit so einem Schlagball zu spielen, mit einem 80 Gramm Wurfball. Wo das geklappt hat, kannst du dir überlegen. Aber ja, das ist auch eine Idee. Ich habe mal eine 3-Kilo-Kugel als Faszienkugel benutzt.
Oh, das tut das der tut Wurm bestimmt gut. Wurm hätte dann sich so die Natur auflockert. Was sagen die Blackball-Kugeln so? Ja. Oh, das ist aber ordentlich. Das ja, es geht sogar. Das ist eigentlich ganz geil im Sommer, wenn es cool, wenn es so kalt ist. Ach so. Ja. Ach so, okay. gut, auf den Speer setzen würde ich jetzt nicht. Boah, das wird echt knackig. Mir noch was ein? Ja. Ich hab keinen Plan mehr. Okay. Darf ich noch was sagen? Dann geht der Punkt an dich. Also, ja. Die Hochsprungstangen zum Lanzenkampf. Oh nein, oh nein. Ja. Ja, gut. Okay, ich gebe auf. So, wir sind noch nicht fertig. Ich habe euch noch was mitgebracht. Und zwar ist das Trikot, was ich bei meinem allerersten ISTAF Indoor anhatte. Größtes internationales Indoor-Sportfest in Deutschland. Da bin ich das erste Mal gegen meine Idole, Weltrekordhalter, Weltmeister gelaufen. Als kleines Symbol, dass man zu seinen Idolen nicht nur aufschauen, sondern aufsteigen kann. Wenn euch das gefallen hat, dann wäre das cool, wenn ihr Sportlerherzen ein Abo dalasst und in Zukunft mehrere solche lustige Interviews seht.